Dün, 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 dün. Moin, Leute. Moin, Leute. Willkommen zurück zu Northern Lights. Jawohl, ja. Ich bin hier, ich bin an meinem Standort gerade in dem Holzfällerlager. Ich habe Sorgen, Leute. Ich habe Sorgen und Probleme. Das glaubt ihr nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Wir sind jetzt ja durch die Gegend marschiert hier, ne? Wir sind hier durch. Wir waren hier an der Wetterstation, am Jägerlager, Holzfällerlager, Sägewerk. Ich bin hier komplett durch, ne? Forschungslager auch hier. Absturzstelle waren wir nicht. Aber da war auch wirklich nur ein Hubschrauber bei der Absturzstelle. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall habe ich hier kein Auto. Es ist, also mir fehlen zwei Autos vielmehr noch. Wenn ich das so sagen darf. Darf ich das so sagen? Ja, ne? Ja. Ich bestimme das einfach, dass ich das darf. So, das heißt, ich habe jetzt die Problematik, dass ich brauche noch zwei Teile. Mir wurde schon gesagt, eins ist an der Militärbasis. Wo das letzte ist, weiß ich nicht. Weil nachdem ich hier überall durch bin, habe ich wirklich keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt noch hingehen soll. Und für mich ist klar, ich will noch von der Insel flüchten, auf jeden Fall. Ich bin aber auch ein bisschen. Warum sind die so pink? Was soll das denn? Voll auffällig. Ja, ist es natürlich für mich die Frage so ein bisschen. Wo soll das jetzt hinlaufen? Wie will ich jetzt weitermachen? Ich könnte natürlich jetzt in den nächsten Folgen das so hindrehen, dass ich sage, komm, wir machen das einfach so, dass ich jeden einzelnen Standort nochmal abgehe. Ich meine, ich war ja schon fast überall, oder? Es gibt nicht viel, was ich vergessen habe. Ehrlich nicht. Viel ist da nicht. Kommunikation, also alles, was man hier sieht, da war ich auch. Da ist natürlich die Frage, wie viel bringt mir das, wenn ich da wirklich das durchziehe und jetzt überall hingehe? Ich glaube nicht, dass es für euch Sinn macht, wenn ich hier jetzt durch die Gegend marschiere und immer wieder Standorte abgrase, die jetzt nichts mehr haben. Das bedeutet, wir müssen das anders hinkriegen. Also, das wird jetzt die letzte Folge sein, wo wir einfach nochmal manuell fahren. Mit unserem Mobil, mit unserem Schneemobil hier. Wir gucken nochmal kurz, ob wir hier ein Auto finden, ne? Also nicht so eine Kiste, sondern ein richtiges Auto. Aber hier ist kein normales kleines Auto. Immer nur diese fetten Brummer. Was anderes ist sie halt nicht. Das bedeutet, für mich gibt es eigentlich nur eine Sache. Ich kann jetzt wieder abdüsen. Richtung Norden. Wollen wir Richtung Norden durch? Und dann hier nach rechts lang und dann versuchen hier uns zur Militärbasis durchzuschlagen. Das würde ich sagen. Das wäre so mein erster Weg. So, ist natürlich alles möglich, man kann alles machen hier. Und wisst ihr was, wir werden das auch machen. Ich lasse mich da gar nicht weiter hiervon abbringen. Wir haben natürlich die Problematik, dass wir ja, wie soll ich das sagen? Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll nach den Teilen. Ich weiß auch nicht, ob da jemand mitgezählt hat. Wahrscheinlich nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, die letzten Tage kam die Folge auch nicht gerade sehr regelmäßig wieder. Und wenn da jemand was wusste, hat er es gleich reingeschrieben. Und dann war das wieder alles so ein bisschen. Ist das jetzt inzwischen wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten? Von daher werden wir Probleme kriegen.
Ich habe keine Ahnung, wo die letzten Teile sind. Wie gesagt, das Teil in der Militärbasis, da werden wir noch mal gucken. Ansonsten, mittlerweile, das dauert immer eine Zeit nach dem Laden, mittlerweile sehen wir das ja in der Anzeige, die ich hier auf dem Bildschirm habe. Wir haben die Autobatterie, wir haben die Einspritzdüsen, wir haben das Einlassventil. Was wir nicht haben ist, wo willst du hin? Komm, zurück auf den Weg, Kollege. Was wir nicht haben, ist die elektrische Platine und das Auspuffteil. Ich bin mir auch nicht so ganz... Oh, aua. Wie kann so ein kleiner Ast so einen Schaden verursachen? Ehrlich jetzt. Ja. Ich war hier schon. Ich weiß, hier ist kein Auto. Vielleicht war ich einfach zu blind und hab's nicht gesehen. Wir fahren noch mal kurz außen lang. Und gucken noch mal kurz, was stehen hier für Autos rum. Aber das sind nur die normalen LKWs. Nichts Spannendes, wo man jetzt sagen würde, so, da könnten jetzt Auspuffteile sein oder so. Also gar nicht, kein Stück. Hier ist noch ein Kran, hier ist noch ein LKW, aber... Noch ein Kran, noch ein LKW. Nichts, was nach Auto aussieht, wenn ihr wisst, was ich meine. So, das macht das Problem natürlich wieder etwas größer. Wir lassen uns aber nicht verunsichern. Wir kämpfen weiter. Für das Gute, ja? Meine Zuschauer, Leute, ihr seid meine Zuschauer. Du auch. Und wir verschreiben uns den Guten. Wir kämpfen für das Gute. Und hier würde ich ganz klar sagen, das Gute ist, von der Insel zu fliehen. Runterzukommen hier und... Warte mal, wo bin ich hier? Was ist das für ein Weg, der jetzt nach links weggeht? Der geht nach unten, wa? Warte mal, wir gehen mal kurz. Was ist hier los? Da ist ein Gebäude. Geht das hier zum Dorf am Fluss? Wahrscheinlich, ne? Und hier nach links geht das zum... Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, zum Bauernhof habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf. Da war ich schon. Flugplatz auch. Das haben wir so weit abgeforstet. Abgeforstet haben wir das. Oh, wir fahren mal hier lang. Vielleicht bringt mir der Weg Glück. Ich werde versuchen, auch ein bisschen links und rechts ein bisschen drauf zu achten, was hier so passiert, was hier so los ist. Naja. Ich überlege gerade, wir haben noch dieses Lawinendorf. Ja? Kann in diesem verschlossenen Haus, ob da ein Teil drin ist? Ich glaube nicht, ne? Würde ja keinen Sinn machen. Weil bis jetzt, es waren immer alle Teile in diesen ollen Autos drin. In den Ramsch-Dingern da. Also diese... Weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Diese ollen Kisten halt. Da im Motorraum waren bis jetzt immer die Teile drin. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die nächsten zwei Teile auch da drin sind. Und irgendwo anders. Wundert euch nicht über mein Fahrstil. Ich bin manchmal ein bisschen wild durcheinander. Oh, da ist ein Bär. Hallo Bär. Oh. Meine Herren, ey. Ein Glück habe ich kein Schneemobil zu Hause. Ich würde die Kiste durch Schrott fahren. Guckt euch den Bären an. Wie groß und mächtig er ist. Oh. Ich fahre hier auch wieder was zurecht. Das glaubt einem doch niemand. Keiner. So, warte, wo bin ich hier jetzt? Ah, guck mal an. Ich bin beim Dorf schon. Darum war da auch gerade ein Bär. Ich verstehe. So. Nun sind wir hier. So, wir haben Folgendes zu tun.
Wir machen eine kurze Prüfung. Ist hier noch ein Auto? Also nicht so eine Bullis, sondern diese kleinen Kisten, die Ersatzteile beherbergen. Da ist nichts. Da ist nichts. Gehen wir mal hier hoch zur Kirche. Vielleicht ist ja so jemand mit so einer ollen Kiste zur Kirche gefahren. Kann doch sein. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich habe hier sicherlich schon geguckt, aber... Gucke ich halt nochmal. Was soll ich machen? Bin ja nun auch ein armer, alter, einfacher Mensch hier. Ich kann nicht zaubern. Ja, was soll man machen? Da ist nichts. Da ist einfach gar nichts. Das sind ein paar Gräberchen. Ein paar olle Dinge. Auch nichts Besonderes. Ne, die Typen sind halt tot. Verstehe ich bis heute nicht, dass man da Gräber hat. Kann man da nicht einfach sagen, so, ey, komm, du bist tot. Beerb mir dein Geld. Oder so. Nein, nein, man muss das kompliziert machen. So, hier ist natürlich nichts drin. Wir wollen hier auch gar nicht groß in die Häuser rumcampen. Weiß ich nicht. Bringt mir nichts. Habe ich nichts von. Ich brauche Autos. Olle Kisten brauche ich. Oh, guck mal, wir frieren. Wir frieren. Es ist wieder dramatisch. Einfach dramatisch. Guckt euch an. Hier ist ein Auto. So, wir haben drei Sachen von fünf. Und die Batterie kann ich nochmal rausnehmen, obwohl wir sie schon haben. Das ist immer auch so ein bisschen verwirrend, finde ich. So, wir frieren gerade ein bisschen, ja? Sehen wir das alle richtig? Ich habe ein Unterkühlungsrisiko. Für mich ein Grund zu sagen, komm, mach mal kurz den Zunder an hier. Dann wird er schon wieder warm. Und warm ist immer gut. So, ich habe hier die Türen zugemacht. Übrigens, es gab gerade ein neues Update hier. Und da sollen offene Türen was gegen die Temperatur machen. Oder irgendwas Auswirkungen auf die Temperatur haben. Warte mal, ich habe jetzt 6,6 Grad. 7 Grad. Wenn ich die jetzt aufmache. 4,8. Seht euch das an. Es ist ein Unterschied. Das war vorher wohl nicht so. Naja, egal. Ich bin ja auch nur ein verwirrter Mann. Was soll ich sagen? Ich weiß das doch auch nicht besser. So, meine Krankheit oder Kühlung ist schon mal weg. Das ist schon mal das erste Gute. Die Sache ist natürlich die. Die Unterkühlung ist nicht mein einziges Risiko. Wir sind übrigens mitten in der Nacht gerade, ne? Wollte ich ja nochmal hier, 23.40 Uhr. Wer ist um dieser Zeit bitte noch unterwegs und fährt durch die Gegend, um hier alles zu klären? Ich bin das. Ja, nicht ihr, ich mach das hier. Im Endeffekt auch nur, damit ihr hier was zu gucken habt. Naja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur, weil ich das Spiel auch mal fertig machen möchte hier. Ich will hier einfach mal... Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Ich glaube, das geht vielen so, die das Spiel spielen. Eigentlich so, es ist nicht so... Der Oberbrecher, weißt du, wo ihr sagt so, oh geil, das muss ich unbedingt spielen. Aber das ist irgendwie so ein Ding, wo man sagt, ich will es aber durchschaffen. Ich will es einfach durchschaffen. Und das ist auch die Motivation, die ich gerade habe, so ein bisschen. Ich will es einfach nur durchschaffen, mehr will ich gar nicht. Das ist meine Motivation gerade. Meine Temperatur steigt und steigt nicht. Was soll ich dazu sagen? Warum habe ich hier 9,8 Grad? Direkt vom Ofen. Kann mir das jemand sagen? 11,2. 9, hier ist doch schon wieder irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Eigentlich müsste das doch viel wärmer sein. 10,4 Grad. Ey, wollt ihr mich verkackeiern? Ich glaube, hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Vielleicht sollte ich mich einfach aufmachen und weitermachen. Ich sollte mich hier gar nicht so lange aufhalten. Kommt gar nicht in die Tüte. So, also die Kiste hier.
Ne? Hier im Dorf A Plus, die haben wir geplündert. Ist doch schon mal eine gute Sache. Waren wir schon bei dem Bunker eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht sagen. Traurig genug, aber wahr. So, wir machen uns jetzt auf den Weg und brettern einfach weiter durch die Walachei hier. Das war nicht gut. Das war sehr unschlau. Wenn ihr wisst, was unschlau ist. Das Gegenteil von schlau. Komm. Ich kann mich noch ein bisschen drehen hier, aber... Ach, komm, ey. Das nervt manchmal ein bisschen. Realismus ist manchmal nett. Und manchmal einfach nur ätzend. Das sind klug. Ja. Nützt ja nichts. Manchmal muss man auch härter landen als andere. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Tier war. Ich konnte gar nicht so schnell gucken. Ich habe nur gesehen, da lief ein Tier rum, aber. Das tat weh. Wenn das Oma Erna gesehen hätte. Ich habe keine Oma Erna, aber wenn die das gesehen hätte, dann wäre sie da. Oh yeah. Ich und meine tollen Fahrkünste hier. Ich hänge hier auf der Straße und kann nicht mehr vor und zurück. Und ich glaube, hier war ein wildes Tier hinter mir. Nee, war nicht, zum Glück. Oh, jetzt fliege ich wieder. Also, naja, ich will da nicht drüber meckern. Ich will da nicht drüber meckern. Weil im Großen und Ganzen ist das eigentlich ganz in Ordnung. Ja, kann man nicht... Wenn man nicht gerade so einen Blödsinn macht wie ich hier, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Darf man das so sagen? Guck mal, wie blöd ich hier bin. Also, wer fährt schon einfach so gegen Stein gegen? Da muss man schon ein bisschen speziell für sein. Ein normaler Mensch macht sowas nicht. Da bin ich ein bisschen eigen. Ja. Ich brauche das für mich einfach, um so ein bisschen... Boah, um so ein bisschen Leben mit reinzubringen hier. In dieses wilde, wilde Ding. Boah, hier leckt auch alles. Was ist denn hier heute los? Leute, lasst mich nicht im Stich. Aber noch läuft das Spiel. Solange es läuft, kann ich auch weitermachen hier. Ist einfach so. So. Ja. Hier sind wir. Weit weg vom Bunker. Aber das Angelcamp rückt näher. Das heißt, unser nächster Stop wird das Angelcamp sein. Wobei ich aber auch ziemlich... ziemlich sicher bin, dass uns das Angelcamp gar nichts bringt. Weil da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir da schon alles durch haben. Und dass ich das Auto da auf jeden Fall... Falls da ein Auto ist, habe ich es auf jeden Fall gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, wir machen einen kurzen Lugi-Lugi hier. Lugi-Lugi. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Hier haben wir wieder so eine olle Kanisterkiste hier. Kanisterkiste. Jawohl. Da ist ein Bulli, da ist ein Bulli. Hier sind nur Fischerdinger. Was soll man sagen? Ich hau das Ding hier an. Komm. Mal gucken, ob der Ofen ein bisschen wärmer ist als der letzten. Als der letzte. Naja.
Nicht wirklich. Irgendwie nicht wirklich. Aber meine Unterkühlung müsste gleich weggehen. Das wäre so das erste Ding, wo ich sage so, hey, sehr schön. ...9,5 Grad... ...10,5... Heizt sich der Raum jetzt langsam auf, oder was? 8,2... Irgendwas ist doch hier nicht ganz richtig. Wenn ich hier so einen Ofen einmache, so einen fetten, dann haben wir doch nicht 8,8 Grad. Was soll denn das? Was soll denn das? Das ist doch kein Ausdruck von... Ich weiß nicht. Passt doch nicht. Naja, Leute. Also, unser nächstes Ding. Ich glaube, wir müssen uns hier in den Teil, wo ich noch keine Karte habe, noch zurechtfinden. Wir werden versuchen, hier Richtung Osten zu kommen. Hier ist dieses große Gebirge, ne? Ich glaube aber, hier kommt ein Weg, hier kriege ich einen Weg da durch. Ich glaube, irgendwie komme ich hier durch. Und ich werde versuchen, hier durchzukommen. Auf jeden Fall werden wir zur Militärbasis irgendwie kommen. Das wird mein großes Ziel werden. Und das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Irgendwie kommen wir hier durch. Und da können wir noch einen Teil finden. Aber wo ist das andere Teil, das letzte? Das wäre noch die Frage. Wo soll das hinführen? Wenn ihr wisst, was ich meine. Weil das kann ja auch nicht alles sein hier. 7,6 Grad. Was soll das? Warum? Warum wird das nicht? Warum zählt das hier nicht? Ich verstehe es nicht. Naja, Leute. Bevor es weitergeht, ne? Ihr könnt ja mal eure Meinung runter kommentieren, ob ihr lieber alles sehen wollt, was noch kommt. Oder ob ihr nur noch die entsprechenden Stellen sehen wollt. Wo finde ich die Teile? Und wie flüchte ich von der Insel? Weil wir sind ja eigentlich ziemlich am Ende. Also wollt ihr nur noch die wichtigen Punkte kriegen? Oder wollt ihr den ganzen Rest noch sehen? Ich weiß es nicht. Ich würde nämlich dahin gehen, dass ich sage, ne, ihr kriegt nur noch die wichtigen Punkte ab jetzt zu sehen. Und, weil das ist ja nur noch ein Hin- und Her-Geirre. Oder? Ich glaube, das wird wirr. Naja, alles klar, Leute. Lasst eure Meinung in die Kommentare da. Lasst mir natürlich einen Daumen oben da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr guckt auch mein Video zu Medieval Dynasty, weil da geht das nämlich auch gerade wieder weiter. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.